Hallo Kackbratzen. Psygnosis gehört wohl zu den wichtigsten Entwicklern auf der PlayStation. Dank ihnen haben wir Top-Spiele wie etwa Destruction Derby, Wipeout oder auch Colony Wars. Aber nicht nur auf der PlayStation lieferte man grandiose Spiele ab. Seitdem das Entwicklerstudio 1984 gegründet wurde, war die Eule und der futuristische Schriftzug ein Garant für Garantie und ein Titel der Extraklasse. Umso mehr schade ist, dass Sony mehr oder weniger das Traditionsunternehmen erst aufgekauft, dann in Studio Liverpool umgetauft hat und dann im Jahr 2012 einstampfte. Das führt uns aber jetzt zu weit weg vom Thema. Was Shooter betrifft, so gibt es auf der PS1 bestimmt keinen Mangel. Ein Großteil war vor allem in der Anfangszeit der PS1 eher unterste Mittelklasse, ganz zu schweigen von einer Story. Wenn in der gedruckten Anleitung zwei Zeilen standen, musste man schon Glück haben, wenn den Entwicklern hier irgendwas Kreatives eingefallen ist. Und nun kommt wieder Psygnosis ins Spiel. Als 1995 MechWarrior 2 für den PC veröffentlicht wurde, war dies irgendwie die Renaissance der Kampfroboter-Titel. Activision hat damals definitiv einen Hit gelandet und ich kann mich noch an unzählige viele Stunden erinnern, die ich hinter dem Monitor verbrachte. Das Problem war nur, dass sich MechWarrior 2 so unglaublich ernst nahm und das Gameplay war steifer als der Grog von Störtebeker. Das erkannte wohl auch Psygnosis und man überlegte, wie man das an sich großartige Grundrezept ein wenig aufmöbeln könnte. Das Ergebnis war das 1996 veröffentlichte Crazy Ivan. Ein komplett durchgeknallter Russe, ein 12 Tonnen schwerer Mech und ein Sack voll Außerirdische, die die Welt zerstören wollen. Wie viel Wodka bei der Entwicklung geflossen ist, kann ich euch leider nicht sagen. Aber ihr könnt einen drauflassen, dass dieses Spiel wohl eines der besten Shooter ist, den man auf der PS1, PC oder auch Sega Saturn finden kann. You know why they call him Crazy Ivan? Crazy Ivan spielt aus heutiger Sicht in der Vergangenheitszukunft, denn wir schreiben das Jahr 2018 und die Welt ist wieder mal komplett am Arsch, denn es steht eine Invasion und Auslöschung der Menschheit durch eine außerirdische Lebensform bevor. Über den 5 dichtesten Gebieten der Erde, also Japan, den USA, Europa, den Nahen Osten und natürlich auch über Russland, haben diese außerirdischen Energiefelder errichtet und zudem bereits einen Großteil der Einwohner entführt. Es gibt jetzt nur noch einen, der die Menschheit aus der Scheiße reiten kann. Yippee-yay, du Schweinebacke. Unser Held heißt eigentlich mit bürgerlichen Namen Ivan Popovich und erlitt nach einem schweren Unfall, nachdem er unter tonnenweise Mauerwerk begraben wurde, einen kleinen psychischen Knacks. Die Experten waren sich allerdings nie wirklich sicher, ob dieser Unfall die Geistesstörung ausgelöst hat oder ob das ehemals friedliebende Blümlein Ivan nicht schon vorher eine leicht fragile Psyche hatte. Und die Sache, dass Ivan nun von absurden Wahnvorstellungen gepeinigt wurde, machte die Sache nicht besser und so diagnostizierte man ihm eine paranoide Schizophrenie und verpasste ihm zudem einen Sack voll Pillen, mit denen er seine durchgeknallte Psyche etwas im Zaum halten kann und falls er seine Medizin absetzen sollte, würde er in einen gefährlichen psychotischen Zustand fallen. You mean he's that Ivan? But he's completely unstable. Das erkannte auch der Arzt Dmitri Mialesowitsch und zögerte keine Sekunde, um Ivan als Mann der Stunde zu erwählen, um ihn auf eine mörderische Kamikaze-Mission zu schicken, um die Erde vor der außerirdischen Bedrohung zu retten. Was soll auch schon groß schief gehen? Schon mit dem Intro zeigt sich Crazy Ivan von seiner besten Seite, denn die Qualität der Filmchen ist wohl vermutlich einer der besten, die wir damals auf der PS1 gesehen haben. Psygnosis wählte damals für die Erstellung der Filmsequenzen einen fast neuartigen Ansatz. Man holte sich echte Schauspieler ins Haus, setzte sie vor einen Greenscreen und klebte dann das aufgezeichnete Material auf vorgerenderte Hintergrundgrafiken. Und das Ergebnis ist einfach umwerfend. Die Grafik ist knackscharf und läuft butterweich über den Bildschirm. Man hat es hier und da vielleicht etwas mit den Sonnenreflexionen übertrieben, aber ansonsten sind die Sequenzen wirklich erste Sahne und irgendwie fühlte ich mich an die Missionsvideos von Command & Conquer erinnert. The temple is complete and we are about to embark upon our greatest exploit. Das Gameplay selbst ist ziemlich flott. Wer jetzt hier allerdings einen knackigen Mech-Simulator wie MechWarrior 2 erwartet, der wird mit dem Ofenrohr wohl ins Gebirge schauen werden. Denn dies gibt es in Crazy Ivan leider nicht. Der Spielaufbau ist ziemlich einfach. Hat man die einleitende Zwischensequenz überstanden, erhält man einen kleinen Überblick über die aktuelle Mission. Commander, I have
name is Fatima Al-Dulaimi on the secure channel. She says it's personal. Gotcha, bitch! Grundsätzlich gilt es immer, das Gleiche zu erledigen. Man fliegt zum Einsatzort, zerstört kleinere Drohnen, sammelt Energiekerne ein und bereitet sich schon mal seelisch auf den Kampf gegen die Sentinel-Roboter vor, die Schildgeneratoren beschützen, die es zu zerstören gilt. Die Energiekerne sind wiederum wichtig, denn ein eingesammelter Kern stellt nicht nur 10% des erlittenen Rüstungsschadens wieder her, sondern man kann damit auch seine Waffensystem aufrüsten, sobald man das Level beendet hat. Hinzu kommen 6 spezielle Items, die man sofort verwenden kann, wie etwa Raketen und Spezialwaffen oder auch einen Unbesiegbarkeitsmodus mit Geschwindigkeitssteigerung. In der Quasi-Aufwärmphase sammelt man aber nicht nur Energiekerne ein, sondern es gilt zudem noch eine Hundertschaft von Menschen zu retten, die von den abgeschossenen Drohnen fallen gelassen werden. Das ist noch relativ einfach. Etwas schwieriger wird es, wenn man den Generator des Energieschilds zerstören möchte. Denn dieser wird in der Regel von 2 großen Robotern beschützt, die es in Windeseile zu zerstören gilt. Denn jedes Level hat ein gewisses Zeitlimit. Die Roboter sind auf den ersten Blick nicht einfach zu besiegen. Aber der Trick besteht darin, die Schwächen und Kampfmuster des Gegners kennen und auswendig zu lernen. And another one bites the dust. Ha! Während man spielt, erhält man ab und an kleinere Videobotschaften der blonden Tusse, die einem ein paar vage Hinweise gibt. Aber im Prinzip ist man mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. You have successfully neutralized the alien presence in this zone. Yeah, yeah. It was a piece of pie. Cake. Pie, cake, whatever. Der Bildschirm enthält zudem Informationen zu euren Waffen, Feinden und dem aktuellen Fortschritt. Das Informationsfenster der Waffen zeigt nicht nur an, welche Wumme ihr gerade benutzt, sondern gibt auch Aufschluss über die verbleibende Munition und Überhitzungsgrad. Auch hier sollte man nicht immer aus vollen Rohren ballern, da man sonst eine kleinere Wartezeit in Kauf nehmen muss, bis sich die Waffe wieder abkühlt. Das Radar gibt euch auch Informationen über die im Level verstreuten Feinde, Menschen und Items. Hat man einen Feind erfasst, gibt es einen kleinen Status über dessen Entfernung, dessen Namen und seinen aktuellen Schadensstatus. Wichtig ist dann noch euer eigener Status zum erlittenen Schaden und die Anzahl an Menschen, die es noch zu retten gilt. Wobei am wichtigsten wohl der kleine Timer ist. Ihr solltet unbedingt in dieser Zeit die Sentinel-Roboter zerstören, denn läuft der Timer vorher ab, hat dies zur Folge, dass ein schwarzer Ritter erscheint, der euch liebend gerne den Arsch aufreißen möchte. Wobei allerdings schon die Schwierigkeit besteht, die Wächterroboter zu eliminieren, denn diese werden schon aus großer Entfernung auf euch ballern. Man sollte sich so schnell wie möglich an deren Fersen heften und so dicht wie möglich an ihnen kleben bleiben. Erstens wird man so viel schwieriger getroffen und zweitens kann man diese Ungetüme auch relativ schnell ausschalten. Yes! Squashed like a bug. Die Grafik im Spiel ist jetzt aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr ganz so das Gelbe vom Ei, aber damals war das Spektakel auf dem Bildschirm relativ beeindruckend. Die Level bestehen aus einfachen und relativ flachen Gelände mit einzelnen Hügeln, die sich allerdings nicht immer besteigen lassen können. Auch wenn die Level auf unterschiedlichen Kontinenten platziert sind, sehen sie doch in gewissermaßen immer gleich aus. Der Unterschied von einem Gebiet zum nächsten besteht lediglich darin, wie das Gelände mit unterschiedlichen Hügeln und Wegen strukturiert ist. Der Himmel wird sich von einem Gebiet zum nächsten verändern, von blauem Himmel über orangefarbene Sonnenuntergänge bis hin zum Einbruch der Dunkelheit. Die Mechs machen jedenfalls eine extrem gute Figur und sind beinahe schon mit denen aus MechWarrior 2 auf dem PC vergleichbar. Nicht nur sind sie vollständig texturiert, sondern sie bewegen sich auch extrem flüssig. Der Sound ist jetzt ganz okay. Die verfügbaren Musiktitel sind ein guter Mix aus metallischen Klängen, aber nichts, was jetzt einem unbedingt im Gedächtnis bleibt. Zudem stoppt die Musik nach einiger Zeit und beginnt dann wieder von vorne. Nicht unbedingt toll. Das Geballer ist ein Mix aus den typischen Pew-Pew-Pew-Tönen. Wo man aber wirklich enorm viel Liebe reingesteckt hat, ist die absichtlich käsige Synchro. Now the field is moving out towards Euro Disney. What? They're going to waste Disneyland? No way. Der russische Fake-Akzent passt wie die Faust aufs Auge und man lässt auch keine Chance aus, dem Spiel den perfekt übertrieben kitschigen Flair zu verpassen. Insgesamt sind wohl die Zwischensequenzen das Highlight des Spiels und man sollte auch wirklich keine einzige auslassen. America, home of the burger, home of funky music. Yes, thank you, Commander. Well, I'm sure we'll all sleep more soundly in our beds tonight, knowing that Commander Ivan Popovich is out there kicking ass. Crazy Ivan ist nicht nur die beste Persiflage auf alle Shooter, die sich wohl allzu ernst nehmen, sondern ist auch verdammt rasant und es wird keine Sekunde lang Langeweile aufkommen. Das hat allerdings auch den extremen Nachteil, dass das Spiel leider auch sehr, sehr kurz ist. Insgesamt gibt es nur 5 Level und die lassen sich im Prinzip innerhalb weniger Minuten durchspielen.
Lustig ist dann wieder, dass man Crazy Ivan auch gegen einen Freund spielen kann. Allerdings benötigt man dazu zwei PlayStation, ein Linkkabel und natürlich auch zwei Kopien des Spiels und zwei Monitore. Auch wenn das ein wenig aufwendig war, muss dieser Modus wohl sehr viel Spaß gemacht haben, vorausgesetzt, wenn man Freunde hatte. Insgesamt gehört Crazy Ivan wohl zu den besten Shootern, die man auf der PlayStation 1 so finden kann, auch wenn das Spiel im Prinzip relativ eintönig und repetitiv ist. Aber trotzdem bietet es solide Grafiken und ein rasantes Gameplay und vor allem die Zwischensequenzen sind herrlich anzusehen. Tokyo International Airport has a runway clear for landing. The perimeter of the energy field is smack in the middle of the financial district. Eine Shitshow folgt der anderen und manchmal bleibt auch kein Auge trocken. What is that you're wearing, Commander? The Samurai call it the headband of resolution. Solltet ihr also auf der Suche nach einem extrem kurzweiligen Shooter sein, dann solltet ihr unbedingt zugreifen. Crazy Ivan gehört wohl zu den wenigen fast verlorenen Perlen, die man sich unbedingt in seine Sammlung stellen muss. I'll be back to stomp on them again. Right now, I'm in the mood for that. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.